Hallo liebe Leute, hier ist euer Trangles AI. Wir haben ja erwähnt, dass unser Need for Speed Carbon eigentlich technische Probleme hatte. Das tut uns doch leid. Aber jetzt machen wir erstmal ein Premiere-Video von Need for Speed Underground 2. Und darüber werden wir jetzt halt wieder viele Videos machen. Ich würde sagen, erstmal mein stärkster Wagen in meiner besten Karriere. Ja, dann geht's auch los. Die Autos kann man cool aufmotzen. Meine Kamera ist schön drauf eigentlich. Und bitte. Man kriegt auch für das Driften bekommt man auch wieder Nitro. Und auch wenn man nah an Autos vorbeifährt, sowieso hier gerade. Hat man knapp vorbeigesehen. Und ja. Und das Tachometer, also das heißt die KMH-Anzeige und Nitro-Anzeige und so ein Schrott, ist unten rechts. Die Minikarte ist unten links. Das Konto, also Geld, ist oben rechts. Was anderes eigentlich nur die E-Mails und so, was nicht so wichtig ist. Ja, ich werde euch dann noch ein paar aufgemachte Karten von meinem Freund zeigen, der ein halbes Mädchen ist, ey. Das soll ich gleich sagen. Dann zeige ich euch ein paar Karren, ja? Und... da sieht man mal ein Mädchen-Car von meinem Freund. Ja, auch. Das ist meine. Der Audi TT ist auch meiner. Das ist meiner, habe ich noch nicht fertig getunt. Und... den wir aus Langeweile kaufen, wie irgendwann zu verschrotten. Ja... dann ich auch noch euch halt ein bisschen, wenn man kann man auch Premierenkarten dann sehen. Dann kann man da seine ganzen, also man kann Bilder und Zeitschriften von sich machen lassen mit halt Mädchen drauf, was wahrscheinlich die letzte YouTuber anlockt. Anlocken soll wahrscheinlich. Und ja. Dann haben wir halt auch Prüfstand an Arcan testen. Das mache ich jetzt mit meinem stärksten Wagen mal. Dann wahrscheinlich das nächste Video ist dann auch schon Karriere. So. Jetzt sieht man die Anzeige. Ja. Hier sieht man halt dritte Zeile. Sieht man km/h, Beschleunigung von 0 auf 100, 0 auf 60. Und ja, maximale Leistung und so ist eigentlich egal. Sieht man die ganze Leiste unten. Wie gut das ist, die Karre. Ist recht gut eigentlich. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video erstmal. Naja, viel Spaß noch beim Schauen. Und ciao.